Es ist also wirklich so, dass wir, was die Weltmeisterschaft angeht, sehr locker die Sache betrachten und auch der Sache sehr locker entgegensehen, weil wir ad eins darauf eingestellt sind, nicht auch auf mehr Zulauf seitens der Gäste, der mit Sicherheit so sein wird. Das Gleiche wird es bei den Damen geben. Nicht? Wir werden also auch mehr Damen haben zu dieser Zeit, um, wie gesagt, auch alles bieten zu können. Also ich denke, dass wir alle sehr angespannt sind und hoffen, dass noch mehr Männer kommen werden als jetzt. Und ich denke mal, das wird auch ein bisschen stressig für uns, aber das mögen wir. Telefonnummer können wir Ihnen anschließen. Gut. Ja? Also. So sieht es. Gut. Wir möchten damit deutlich machen, einmal, es gibt Zwangsprostitution und sie ist ein gravierendes Verbrechen gegen die Menschenrechte und sie muss bekämpft werden, sie muss nach Möglichkeit auch wirklich zum Stillstand, zum Ende kommen und deshalb haben wir auch sehr, sehr klare Forderungen an die Politik, an die Entscheidungstragenden gerichtet, die wir dann aber gezielt erst nach der Weltmeisterschaft in mühevoller Wahrscheinlichkeit kleiner Arbeit verfolgen müssen und werden.